Hallihallo, hier ist wieder Mölzpant XY, einfach Mölzi, jetzt geht's weiter mit Factorio. Zwar nicht direkt mit dem Spiel, sondern eine kleine Info am Rande. Ich habe nämlich am Anfang einen Fehler gemacht mit den Mods. Und zwar die eine Mod zum Beispiel, die ich unbedingt haben möchte, funktioniert halt nicht mit jeder Mod. Ne, jeder anderen Mod, zum Beispiel mit der Power Armor MK3 Mod, die habe ich jetzt rausgeschmissen. Deswegen hat die vorher nie funktioniert. Es sieht jetzt ein bisschen anders aus. Und ich habe jetzt noch eine andere Modklappe rausgeschmissen. Die hat auch nie funktioniert. Das weiß ich aber nicht mal genau. Ich habe jetzt nur die Standard-Mod drin. Dann diese Mod, das ist hier, die verteilt auf die Förderbänder die Teile besser. Oder man kann mehr nach rechts, nach links und so machen. Pulkrollator. Sorry, ich kann kein Englisch. Du die Bahn besser beladen. Ja. Das sind die kleinen Roboter. Ich finde die geil. Die kann man jetzt auch besser bauen. Das braucht man für. Das ist eine Art Standard-Mod, sondern ähnlich wie die Basic-Mod für manche andere Mods. Genauso wie die hier. Das sind so, ja, die drei sind. Die ist die Oberstandard-Mod und die zwei sind so, ja, die andere Mods mit unterstützen. Die Mod ist halt, wo Pflanzen nachwachsen und Fische nachspornen. Damit tut man hier die Flüssigkeiten besser trennen. Man hat dann auch ein Ventil, was man zumachen kann und so. Das ist der Start, wo man eine eigene Insel hat. Da brauchen wir den selber mit einem Editor machen. Die Katastrophia 2. Ja, wie gesagt, das ist die Mod, die ich gerne unbedingt haben möchte. Die eine der größten Mods. Die bringt auch mehr Ressourcen und ein bisschen was anderes mit. Die logische Bahnnetzwerk. LTN, das sagt ja der Name schon. Ist besser. Wir haben es sehen. Also ich hatte schon mal drinnen gehabt. Teleporter. Ja, was soll man dazu sagen? Und halt eine Waffenmod habe ich noch mit drinnen. Das ist die Veränderung, die ich jetzt richtig aktiviert habe. Das sieht jetzt auch ein bisschen anders aus als letztes Mal. Ich habe die schon umgemodelt. Hier. Es gibt zum Beispiel neue Teile drinnen. Ja, das ist zum Beispiel, das ist von der Katastrophen-Mod. Ich sag jetzt einfach Katastrophen. Das ist auch das neue Technologiebaum und so. Dann für. Gibt halt viele neue Teile. Also. Das ist ein kleiner Beispiel. Die kleinen Veränderungen. Na gut. Das war's erstmal. Von der kleinen Info von mir und was für Mod ich drauf habe, das schreibe ich nur unten direkt in der Info mit bei mir rein. Und ich sage erstmal Tschüss und bye bye, euer Mölzi.